Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, die Energien sind momentan wirklich, wirklich extrem, auch sehr, sehr schnell. Das sage ich jetzt, glaube ich, schon seit Wochen und es ist kein Ende in Sicht, habe ich das Gefühl. Also wer in diesem Flow gerade mit drin ist, kann gerade extremst viel verändern in allen Richtungen. Also das ist in dem Sinne ja sehr positiv, gell? Ja, ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt. Ich würde sagen, ich fange gleich mal an mit dem Kartenlegen und schaue, was heute alles so ansteht, beziehungsweise in der nächsten Zeit. Lieber Gott, ich bitte um Informationen fürs Kollektiv. Was steht an? Was darf ich weitergeben? Ich bitte um einen Stopp. Stopp, stopp, okay, stopp. Schauen wir mal nach. Ah ja, die Würfel sind gefallen, Spielereien. Das ist interessant, wenn in der letzten Legung waren auch so dieses Spielchen spielen, gar, gell? Mit Spielen, mit Leichtigkeit. Also ich bin gespannt, was das heute uns zu sagen hat. Ich werde es auch heute wieder rauslegen, so wie gewohnt. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung, weil da gibt es Spielchen spielen oder die Würfel sind gefallen, Entscheidungen sind getroffen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, da ist es gut, wenn wir es mal groß rauslegen. Ich hoffe, ihr könnt es dann alle gut sehen. So. Oh. Also gut. Ihr habt das Gefühl, es ist die Fortsetzung. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, es ist die Fortsetzung vom letzten Mal. Also habt ihr es noch nicht gesehen, die letzte Legung, schaut es euch gerne nochmal an. Und wenn ihr sie gesehen habt, dann werdet ihr sagen, ja, das ist ja irgendwie das Gleiche oder sehr angelehnt von dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Gestern, ist witzig, ja. Es fühlt sich an wie gestern. Genau, das ist dieses, was ich meine. Die Zeit, die verläuft so schnell und es passiert extremst viel. An einem Tag kann sich das ganze Leben verändern und am nächsten Tag gleich wieder. Und es ist ständig irgendwie ein Wandel und es ist schon wirklich, es ist auch fordernd und fördernd. Also fördernd und fordernd, ja. Also nicht nur, dass man sagt, es geht was voran, sondern auch, aufpassen, dass man bei sich bleibt und dass die Energien einen da nicht, also dass man nicht, ja, verbrannt wird auch irgendwo, gell? Ah, interessant, verbrannt wird, ja. Aber jetzt nochmal zurück zur Legung. Also es gibt dieses Thema, die Würfel sind gefallen. Also ich sehe da jetzt sehr viel im Bereich, also aktuell hier, was da so liegt in der Partnerschaft, ja. Die Würfel sind gefallen in Bezug auf eine Partnerschaft, auf Verbindungen. Es wird darüber gesprochen, dass sich was ergeben hat oder ergeben wird. Ja, man muss schauen, dass man nicht verbrannt wird, genau, und dass das alles in einem Gleichgewicht ist. Das zeigt mir auch dieses Gleichgewicht an von Zweien, ja. Hier ist der Würfel aus dem Gleichgewicht, hier liegt er. Also das sind so mehrere Aspekte, die da reinkommen und ich muss dann wirklich genauer nochmal schauen. Ich sehe aber hier auch einen treuen Begleiter, also einen Freund oder eine Freundin oder möglicherweise auch in der Partnerschaft Treue. Und wirklich ein Miteinander, also miteinander kommunizieren, miteinander das Feuer, die Leidenschaft leben, miteinander die Verbindung aufbauen. Schauen wir mal weiter, Gespräche. Also hier sind kraftvolle Gespräche, tiefgehende Gespräche sind hier angezeigt im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Umfeld und auch in der Partnerschaft, ja.
Vielleicht ist es so, dass man mit dem Partner spricht, mit den Freunden spricht über die Gefühle. Vielleicht sind da sehr starke Gefühle da, die man, vielleicht gibt es auch irgendwelche Thematiken, Schwierigkeiten in der Partnerschaft und dann spricht man da mit den Freunden drüber. Und dann, wie soll ich das angehen? Ich bin mir unsicher. Und dann wird darüber gesprochen, ja, über die Gefühle. Ja, die sind tiefe Gefühle da und sehr starke Gefühle, aber ich weiß nicht, wie ich es transportieren soll an die Frau, an den Mann, ja. Entweder an die aktuelle Partnerschaft, also spreche ich jetzt die aktuelle Partnerschaft an, eine vergangene Partnerschaft könnte es sein, oder auch jemand, der aus dem Freundeskreis ein Auge auf dich geworfen hat oder Bekanntenkreis und nicht genau weiß, wie er das mit dir, also dir kommunizieren soll. Und das sind so diese Gespräche, die ich da jetzt gerade wahrnehme, die dann am Ende des Tages irgendwann mal bei dir hier ankommen werden. Ja? Es zeigt mir hier an, mit der Öffentlichkeit, also da ist ein Mensch, ein Mann, eine Frau, dreht es euch, wie es bei euch passend ist, ja? Die Person, dieser Mensch, der ist wirklich treu. Der hat wirklich Interesse. Das ist wirklich ich schaue ich mir mal an oder mal so ein Hin- und Mitnehmen-Geschichte, sondern einfach wirklich was Treues, was Ernsthaftes. Und hier der Hund, der steht da und wartet. Der wartet auf die Gelegenheit, auf die richtige Gelegenheit mit dem Ganzen auf dich zuzukommen. Ja, und das Ganze auch, das wird auch in der Öffentlichkeit vermutlich sein. Also das ist hier, also das kann sein, dass es über, theoretisch kann es sein, dass es eine WhatsApp-Nachricht ist oder über irgendwelche, weiß ich nicht, Single-Portale, Facebook, keine Ahnung, wie ihr euch austauscht oder einfach Nachricht, du, können wir miteinander reden, ich muss mit dir noch was besprechen oder in diese Richtung geht es, ja. Wenn ihr in einer Partnerschaft gerade seid, dann ist da irgendein Umbruch oder irgendeine Situation entstanden, das besprochen werden muss und dieser Mensch weiß aber noch nicht genau wie, ja, und holt sich Rat. Für einige von euch, ihr habt irgendwie eine Partnerschaft, ihr seid gerade in einer Partnerschaft, ihr seid gerade am Anfang oder da, dieses Interesse ist da gerade da, vom Freundesbekanntenkreis, irgendwie sowas. Und es geht auch darum, dass das Ganze dann auch öffentlich gezeigt wird. Also das ist auch so dieses, ich möchte dir gerne zeigen, dass ich dich interessant finde, dass ich dich gern habe, dass ich gern mit dir eine Verbindung, eine Partnerschaft möchte, hier eine liebevolle, ja. Ich möchte das zeigen öffentlich und ich möchte es nicht verstecken, vielleicht habt ihr das versteckt, oder aber auch, ich möchte jetzt ganz offen, ehrlich mit dir zusammen das nach außen transportieren. Vielleicht habt ihr irgendwie so eine kleine Techtelmechtel, irgendwas, ja, im Verborgenen. Und dieser Mensch möchte das gerne offiziell machen. Kommt auch raus. Es ist jetzt sehr stark eine Single-Legung, also aktuell eine sehr stark eine Single-Legung oder eine, ich bin kurz davor in eine Partnerschaft gehen oder irgendwie sowas. Also auf alle Fälle ist da viel Power dahinter und viel positive Energie. Ich spüre da jetzt wirklich positive Energie, nichts Schlechtes, nichts Falsches. Da kommt sie schon. Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass da der Fuchs kommt, weil ich gerade was Falsches sage. Es fühlt sich hier eher nach Heilung an. Ein heilsamer Prozess, soll ich sagen. Entweder, dass eine Ex auch wieder auf dich zukommt, wieder in das Gespräch sucht. Nochmal sagt du, Gefühle sind sehr, sehr stark nach wie vor. Ich bekomme dich nicht aus dem Kopf, ich will diese Partnerschaft wieder aufleben lassen, ja, irgendwie in diese Richtung. Dieses Heilsame, dieses Abbrechen oder dieses Beenden der Partnerschaft war heilsam für mich. Jetzt habe ich nochmal klar festgestellt, was ich will und was ich nicht will. Und was ich nicht will, ist auf gar keinen Fall dich wirklich zur Gänze verlieren, ja, das ist das.
Also von wegen heilsamer Prozess. Es war heilsam, diese Gespräche, die wir geführt haben, die auch einmal ein bisschen mehr Power hatten, die auch vielleicht einmal ins Eingemachte gingen, die habe ich gebraucht. Ich habe das gebraucht, um mir klar zu werden, was ich will. Und diese Kommunikation findet auch im Freundesbekanntenkreis oder im Umfeld statt. Ja? Das wird auch so kommuniziert und dann auch beratschlagt, wie können wir es machen, dass man dann noch, dass du dann nochmal irgendwie das Ganze nochmal aufleben lassen kannst. Hat das noch einen Sinn und wie kannst du das Ganze vermitteln? Ja? Ich bin dir nach wie vor treu. Ich habe die, weiß ich nicht, die letzten Wochen, Monate, Jahre, keine Ahnung, wie lange das schon her ist, war ich immer nur gedanklich bei dir und irgendwie, ja, so, diese Richtung kann es jetzt sein. Es kann aber auch sein, dass hier heilsame Gespräche reinkommen, kraftvolle, heilsame Gespräche, ja, die dir Freude bereiten, die dir eine Leichtigkeit vermitteln, die dir, ja, einfach, ja, tiefsinnige Gespräche, die dich berühren, ja, wenn du sagst, okay, damit kann ich jetzt echt was anfangen, das sind echt tolle Gespräche und keine Zeitverschwendung. Hier ist noch ein Geheimnis, hier liegt ein Geheimnis da. Hier ist irgendetwas noch im Verborgenen, hier ist noch irgendetwas unausgesprochen, was die Partnerschaft betrifft. Und ja, hier das Thema, wie lüfte ich das oder wie wird es gelüftet, ja? Soll ich es überhaupt? Dieser Mensch hat. Ja, der weiß nicht, wie du damit umgehst und wie er ankommt dann mit diesen ganzen Gesprächen. Er ist unsicher, hat Ängste, ja, ist direkt ein bisschen diese Schlangengift, ja, das hat ihn gelähmt. Also genau das hier zeigt mir jetzt gerade an, dass dieser Mensch gerade wie in so einer Schockstarre, wie in einer gelähmt ist und ich weiß, wie ich es machen soll. Wie gehe ich auf meine Traumfrau zu? Wie sage ich ihr, dass ich sie also wirklich super toll finde und ich möchte mit ihr eine Partnerschaft? Ja? Dieser Mensch, die Würfel sind gefallen, dieser Mensch weiß jetzt, was er will. Das ist also ganz klar. Das ist kein, also wenn du sagst, ja, da habe ich einen und der ist so und so ein hin und her und hin und her. Der ist jetzt hier in seiner, das war so, ja, durchaus möglich, aber der kommt jetzt in seine Kraft und jetzt weiß er. Also er ist gerade wie gelähmt und er weiß jetzt genau, was er will und weiß aber nicht, wie er es zu dir transportieren soll, ja. Dieses Hin und Her, Wischiwaschi, ich habe keine Ahnung, ich bin unsicher, das geht jetzt hier raus. Und das ist sehr positiv. Dieser Mann, ich schaue immer aus der Sicht von einer Frau, deswegen dreht es euch um, gell? Dieser Mann möchte eine stabile Partnerschaft haben. Dieses auf der Kippe und ich weiß nicht recht und so, das darf jetzt rausgehen. Vielleicht hat er das auch die ganze Zeit in der Vergangenheit gelebt, auch mit anderen Frauen, dass er unverbindlich war. Und aus dieser Unsicherheit oder aus dieser Energie kommt der raus. Der kommt raus, er kommt jetzt in die Stabilität, in die Treue. Und er will jetzt wirklich was Neues anfangen, ein neues Kapitel aufschlagen, wirklich eine echte Partnerschaft haben. Eine tiefgehende Partnerschaft, ja, mit Gefühle, mit Zukunft. Also der will eine Zukunft mit dir kreieren. Ja, Wachstum. Dieser Rückzug, also hier einige sind im Rückzug gewesen, ja. Dieser Rückzug hat dieser Mann gebraucht, um sich klar zu werden, ja, um seine eigene Kraft zu kommen und klar zu werden, was er möchte. Also ist hier nochmal ganz klar, dieses, er musste heilen, er musste auch, ja, dieses Gift, was da irgendwie in seinem Leben war, das musste der lösen. Und jetzt ist er in so einer Art Heilungsprozess und dieser Prozess und dieses, ich bin jetzt bei mir angekommen in meiner Stärke oder ich bin auf dem Weg dahin, ich bin auf einem guten Weg dahin, ja,
und auch Klarheit in mein Leben zu bringen und aufzuklären, mich selber aufzuklären, andere im Umfeld aufzuklären, was ist passiert, warum habe ich mich so verhalten, einfach auch vielleicht im Freundeskreis, ja. Das ist jetzt das, was gerade ansteht oder gerade reinkommt an Energie. Ja, und ganz klar, also er sieht dich als sein absolutes Geschenk an, also das absolute Geschenk von Gott, diese Partnerschaft, diese Möglichkeit, diese Chance, ja. Und dieser Mann kommt auf dich zu und der wird dir das auch sagen. Der kommt auch mit kleinen Geschenken, vielleicht wirklich eine kleine Blume oder einen kleinen Liebesbrief oder. Ja, eventuell auch hin, kommt er her und sagt, du, ich hätte gern ein Date mit dir. Wie sieht's aus? Ich würde dich gern näher kennenlernen. Können wir zusammen, weiß nicht, essen gehen oder zusammen spazieren geht sicher den Hund, ja, spazieren gehen, Gassi gehen. Also genau so was kommt. Also da kommt mit irgendwelchen Gesten, Geschenken, ja, die positiv sind, ja, auf dich zu und sagt dir, er offenbart sich dir. Er weiß nur noch nicht genau wie und das wird auch alles besprochen, aber er offenbart sich dir. Er kommt auf dich zu, er sagt jetzt, pass auf, so und so stehe ich zu dir. Ja, ich bewundere dich, beobachte dich schon seit Wochen, seit Monaten. Ja. Jetzt kommt noch was anderes raus. Vielleicht auch einer, der dich schon länger kennt. Vielleicht warst du in einer Partnerschaft, vielleicht warst du gebunden und er hat sich nicht getraut, auf dich zuzugehen. Ja? Er hat dich nur von der Ferne beobachtet. Vielleicht auch, wie du mit einem Mann umgehst, mit deinem Partner umgehst. Hat gesehen, dass du sehr liebevoll bist. Hat gesehen, dass du sehr viel Energie hast, weil hier ist jemand, der viel Energie hat, der sehr viel Kraft hat. Der hat dich so von der Ferne bewundert. Und vielleicht hat er jetzt mitbekommen, dass es vorbei ist und jetzt kommt er auf dich zu und traut sich, ja. Vielleicht hört er irgendwie, erfährt er jetzt gerade, dass du längst getrennt bist und sagt sie auf einmal, oh mein Gott, jetzt aber, ne, Gas. Jetzt muss ich Kraft zeigen, jetzt muss ich hier Stärke zeigen. Vielleicht war er auch traurig, dass du einen Partner hast. Vielleicht ist es auch anders, dass er dich schon länger kennt, nie den Mut so richtig hatte, auf dich zuzukommen und dann war jemand da und der war schneller und zack, das hat ihn richtig verletzt. Also das war für ihn sehr, sehr schlimm. Jetzt erfährt er auf einmal im Freundeskreis, das ist jetzt wieder vorbei und jetzt sagt er, okay, jetzt oder nie. Also er merkt, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber am Ende ist es immer so, er kommt auf dich zu, weil er was Stabiles will. Und es ist hier was Treues. Also das ist jetzt mal eine schöne Geschichte. Wie auch immer er in der Vergangenheit war, ob er gespielt hat, ob er immer diese Unsicherheiten oder so gelebt hat. Jetzt weiß er, was er will. Er ist klar, er ist stark, er ist in sich ruhend und er will was Festes, was Stabiles haben. Der will wirklich was ganz Stabiles, auch bei manchen mit Zukunft. Ich will diese Frau heiraten. Ich wollte noch nie heiraten. Aber diese Frau, wenn ich da eine Chance bekomme, diese Frau will ich heiraten. Ist mir egal, was ich davor gesagt habe. Ich habe davor immer gesagt, es braucht es nicht. Man kann auch so glücklich zusammen sein. Ja? Und dieser Mann ist so geflasht von dir und der weiß ganz genau, ich habe nur die richtige Frau vorher nicht gehabt und jetzt will ich heiraten. Sowas kommt auch. Was kommt noch? Ja, bei einigen von euch sind in einer festen Partnerschaft und da steht dieses Thema Heiratsantrag tatsächlich gerade im Raum. Und er weiß noch nicht so genau, wie er das machen soll und berät sich mit seinen Freunden oder Familie auch. Ja? Wie mache ich das, dass ich einen wunderschönen, romantischen oder außergewöhnlichen oder wie auch immer Antrag stellen kann. Ja. Manche sind einfach extrem aktiv in der Partnerschaft, die sagen, ja, wir sind also nur Radl fahren und klettern und wandern und schwimmen und tauchen und ich habe keine Ahnung, was man alles machen, tanzen, ja. Und der sagt dann, also langweiliges, ich muss irgendwie Bungee Jumping, keine Ahnung, was machen, ja.
irgendwie sowas. Und er wird sich beraten. Ja? Dieser Mann wird mit deiner Hilfe heilen, wird mit dieser oder ist am Heilen, und diese Partnerschaft, die tut ihm unglaublich gut. Und eventuell, wenn noch irgendwas ist, so Kleinigkeiten, so ein kleiner Stachel im Herzen noch aus der Vergangenheit, irgendwas, was noch nicht ganz geheilt ist, das darf jetzt heilen, soll ich sagen. Ja? Gleich ja auch bei dir. Hast du noch irgendetwas im Herzen, was noch vergiftet ist, noch irgendwie schmerzhaft war, ein schmerzhafter Prozess war, der wird jetzt abgeschlossen. Du kommst jetzt in deine Heilung, du kommst in deine Stärke, in deine Kraft, sowohl du als auch dein Gegenüber. Dieser Mensch ist sehr sensibel oder hat sehr sensible Zeiten. Mag vielleicht sein durch deine Power, dass er das gar nicht so zeigt oder dass du das gar nicht so richtig, ja, wie soll ich sagen, weißt, oder dass er das nicht offen, ja, du weißt es nicht offiziell, ja, aber du hast so das Gefühl, da ist mehr dahinter, und das ist auch so, das will er jetzt dir auch zeigen. Er will dir zeigen, dass er ein sehr gefühlvoller Mensch ist und einfach auch, ja, über Gefühle sprechen kann. Und das ist das, was jetzt gerade, ja, auch eine Entwicklung von seiner Seite ist, oder auch ein, da kommt ein Schutzmechanismus, kommt gerade durch. Also der hatte einen Schutzmechanismus, er wollte sich nicht so zeigen. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen als Spieler gezeigt, vielleicht als ein bisschen als Playboy, ja, hier, da, tralala. Hat er sich ständig mit seinen Frauen gezeigt, mit extrem vielen. Aber ich soll sagen, dass da nichts war. Das ist nur Spielerei gewesen. Das ist nur seine Art gewesen, mit bestimmten Situationen umzugehen. Und das würde dir jetzt einfach so sagen: Du, ja, ich habe mit diesen Frauen zum Beispiel getanzt, ja, bin einfach, das sind halt Tanzpartnerinnen und ich tanze gerne als Beispiel. Oder, ja, ich bin mit denen wandern gewesen, ich wollte nicht alleine wandern gehen und die waren halt auch alleine und dann haben gesagt, okay, wir schließen uns halt zusammen, und dann waren wir halt eine Gruppe und dann bin ich halt mal mit denen einfach wandern gewesen. Aber da war nichts, ja. Ich fällt jetzt keine anderen Möglichkeiten ein, aber die Sache ist die Treue. Die Treue steht hier sehr stark im Vordergrund. Und wenn du dir auch unsicher warst, ob dieser Mensch treu ist oder ob dieser Mensch das ernst meint mit dir, diese Legung sagt dir, wenn du in dieser Reisegruppe jetzt, ja, in dieser Energie mit dabei bist, ja, dieser Mann ist dir treu, ja. Der ist dir treu, auch wenn du vielleicht was anders mal von ihm gehört hast. Ja, über einen Freundesbekanntenkreis. Du, der, ja, kein Kostverächter. Aber der war halt auch Single, und wenn er Single ist, darf er auch, naja, sein Leben irgendwie so leben und gestalten, wie er möchte. Dieses Thema Single sein ist aber raus. Dieses Thema Single sein ist für ihn vorbei. Er weiß, ich will jetzt was Ernstes, ich bin bereit dazu, ich will was Festes haben. Und was auch immer in der Vergangenheit war, ist jetzt, also, ja, das ist wie so ein Cut, Vergangenheit weg, und jetzt starte ich was Neues, ja. Und was interessiert mich das Geschwätz von gestern, ja, so irgendwie in diese Richtung. Das sind auch Verletzungen, teilweise vielleicht auch Verletzungen entstanden, so, jetzt hört man das, ich weiß es, ich spüre es im Kopf, aber ich kann es nicht aussprechen. Das sind Dinge geschehen, verbal oder nonverbal, die verletzt haben, irgendwie Unsicherheiten irgendwie hervorgerufen haben, und das wird hier auch geklärt. Ja, das war gar nicht so, oder das habe ich nicht so gemeint. Ich war halt so verunsichert, ja, und habe dann vor lauter Aufregung hier, ne, Unsicherheit, Aufregung, meine Gefühle, habe ich dann irgendwas erzählt, und danach habe ich mir, oder in dem Moment habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, was habe ich denn da jetzt erzählt? Ja, Boden, tu dich auf, es war aber schon heraus. Und dann irgendwie dieses, auch ein bisschen dieser Rückzug, oh, ganz schnell zurück, oh, das war jetzt eine peinliche Situation, schnell, schnell, schnell zurück. Und dann schauen wir einfach, dass wir das nicht mehr besprechen und tun so, als wäre nie was geschehen. Oh Gott, das sind jetzt Informationen, meine Herren. Also gut, sowas ist jetzt einfach am Start. Hier kommen die Mäuse. Dieses
ja, dieses Nagen, ja. Da kommt jetzt ganz stark durch, bin ich gut genug? Bin ich wirklich gut genug für diese Frau? Das ist eine Hammerfrau, die hat x Verehrer. Ich sehe das, die Männer, die schwanzeln um diese Frau rum, ja. Und jetzt komme ich daher und sage, hier, ich bin's. Das sind so ein bisschen, das sind so Zweifel, dieser Mann hat Zweifel, ob er gut genug ist für dich, ja. Er hat schon was zu bieten. So ist es nicht, das weiß er auch, ja. Aber es ist halt auch, ja, bin ich gut genug? Also da sind schon Selbstzweifel massiv. Vielleicht auch der Grund, warum er bis jetzt noch nicht bei dir war. Ja, oder vielleicht auch, ja, hier ist noch einiges, ja, das mich belastet. Ich muss da noch dran arbeiten. Ist die Frau bereit, mit mir diesen Weg zu gehen? Ja, solche Geschichten auch. Ich meine, in dieser Speisekammer, da ist viel zum Essen da, aber es ist halt auch schon angeknabbert, ja. So eine Sache. Das sind aber vielleicht einfach nur ein Zeichen dafür, dass er nicht sehen kann, dass er wirklich auch auf seine Art und Weise was zu bieten hat. Ich sehe jetzt hier keinen finanziellen Aspekt, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das auch finanziell ist, ob das jetzt emotional ist, ob das einfach eine stabile Partnerschaft ist, die auf unterschiedlichen Ebenen sein kann, ja. Der einfach sagt, ich kann dir was bieten, eine stabile Partnerschaft in dem Fall, ja. Also das ist dadurch, dass das hier die Sonne da ist mit voller Kraft und hier diese Treue ist, der kann dir eine kraftvolle, eine stabile Partnerschaft bieten. Völlig egal auf welcher Ebene, aber so wie du es dir wünschst und wie du das brauchst. Ja, und es gibt, jeder hat andere Vorstellungen von Stabilität und manche sagen, ich brauche einen Mann, der einen festen Job hat und ein festes Einkommen hat und sein geregeltes finanzielles Einkommen und überhaupt sein finanzielles geregeltes hat, ja. Das gibt mir Stabilität, weil ich es vielleicht gar nicht so habe, möglicherweise, oder ich habe es selber, weil es für mich sehr wichtig ist, ja. Oder andere, die sagen, ich brauche einen Mann, der psychisch stabil ist. Ja, ich habe vielleicht schon jemanden gehabt, der sehr labil und instabil ist. Das ist eine Riesenbelastung für die Partnerschaft oder ich brauche einen stabilen Mann, weil ich selber gerade so viel zu tun habe. Ich habe selber gerade mit Gefühlsschwankungen oder Ängste oder was zu tun, ja. Deswegen wäre mir einfach ein Partner, der stabil ist, wichtig, weil wenn wir beide am Schwimmen sind, ja, dann wo wollen wir denn hinschwimmen, ja? Schwimmen auseinander oder man kann sich nicht stärken. Also das musst du für dich entscheiden, was für dich Stabilität ist, ja. Für manche ist auch schon Stabilität, dass sich ein Mann einfach zu einem bekennt. Ja? Weil da hast du in der Vergangenheit immer Männer gehabt, die, ich will nicht nach außen gehen, ich will es noch nicht zeigen, lass uns das noch erstmal genießen. Genießen wir schon seit 4 Jahren, ist total toll. Ja, wischiwaschi hin und her. Und für den ist das schon toll, wenn sie einen Partner kennen, einen Mann kennenlernen, der sagt: Nee, 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 nee. Also so ja mal nicht. Gell? Ich will diese Partnerschaft leben, ich will das nach außen tragen, ich will mit dir fortgehen können, ich möchte mit dir dich zeigen, ich möchte uns zeigen und ich möchte dich auch meinem Freundeskreis, meiner Familie vorstellen, ja? Sowas. Ho, ho, ho. Gut, und das zeigt mir jetzt, dass du nicht nur einen Verehrer hast und dass du nicht nur einen Mann hast, der auf dich zukommen wird, sondern gleich mehrere. Und es zeigt mir auch, dass dieser Mensch oder diese Männer in ähnlich, also, oh Gott, ähnlich ticken und ähnliches mit dir erlebt haben und ähnliche Vorstellungen haben. Also absolute Traumfrau für mehrere Männer. Und die machen sich jetzt hier jeder separat Gedanken, wie sie auf dich zugehen können. Oh mein Gott. Das wird eine aufregende Zeit, wer immer auch hier mit dabei ist. die kann sich hier vor Verehrerinnen oder vor Verehrern nicht retten. Ja? Und da gibt es auch die ein oder andere Person, die ein oder andere Mensch, der wirklich, wirklich sehr attraktiv ist.
Wirklich, und auch eine sexuelle Anziehungskraft, ja, spüre ich hier gerade. Und auf irgendeine Art und Weise kommt dieser Mann, diese Männer dann auf dich zu. Also das kann jetzt wirklich hier in dieser hoffentlich, oh, hoffentlich verdecke ich jetzt nichts mit meiner Hand. Also da kann wirklich sein, dass hier, ja, ich weiß gar nicht, wie das sagen soll. Hier kommen ganz viele Männer auf dich zu und die sind aber auch treu, gell? Also das ist wirklich hier. Und was ich auch sagen soll, hier gibt es einige Männer, die so ein kleines bisschen spielerisch auf dich zukommen. Ja, die da ja, nicht so ernst sind. Also es gibt hier wenige, die gehen auf die gehen diese ernste Schiene, dieses Tiefgründige und versuchen das auf ihre Art und Weise sehr ernsthaft. Und dann gibt es welche, die kommen so ganz leicht, locker, flockig in dein Leben, ja, über einen Freundes-, Bekanntenkreis, über ein Hobby, beruflich, wie auch immer. Und die kommen dann so ganz locker, flockig zu dir und dann, ach ja, und dann wird mal ein bisschen geplaudert. Und was machst du so, ja, beruflich oder privat, was hast du für Hobbys? Wollen wir mal zusammen irgendwas unternehmen? Ja, ich würde dich gerne näher kennen. Also so, oder einfach immer wieder Präsenz zeigen. Immer wieder. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich tanze leidenschaftlich gerne. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Und das wäre so was zum Beispiel, der kommt da immer wieder und tanzt mit dir. Dann stellt er, dann sagt, ja, danke für den Tanz, dann geht er wieder. So was wäre das jetzt, ja. Ich habe keine Ahnung in anderen Sportarten vielleicht, wie das da vielleicht sein könnte, aber einfach nur ein Beispiel jetzt hat, ja. Und dass der immer wieder Präsenz zeigt, immer wieder, ich bin da, auf mich kannst du dich verlassen, ja. Wenn du irgendwelche Fehler machst, weil du gerade ein Anfänger bist, unterstütze ich dich. Irgendwie so, ja. Und dieser Mann, der gibt dir, der Mann oder diese Männer, die geben dir Sicherheit. Jetzt sagst du dann vielleicht, oh mein Gott, ja, was mache ich denn mit 2, 3, 4, 5? Ich habe keine Ahnung, wie viele Männern. Die sind alles tolle Männer. Und was, wie entscheide ich? Ja. Ich weiß es nicht, wie du dich entscheiden sollst. Letzten Endes geht es immer darum, dass das Herz und der Kopf, das Bauchgefühl, alles miteinander stimmig ist und dass du sagst, ja, das kann ich mir jetzt vorstellen. Und ja, so in diese Richtung. Also du musst, geh wirklich in dich hinein und sag, okay, was ist wirklich nur ein vielleicht guter Freund und was kann wirklich mehr, hat mehr Potenzial. Einfach auch, was ist für dich wertvoll, ja? Was ist für dich wertvoll in der Partnerschaft? Ja, und daran kannst du dich ein bisschen entlanghangeln. Es kann schon sein, dass mehrere Männer interessant sind für dich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier noch weitere Karten ziehe. Ich habe noch so viele Möglichkeiten. Nein, ich glaube, ich lasse das jetzt. Ich schaue mal, vielleicht werde ich noch irgendwann meine Karten nochmal irgendwie eine Legung herausgeben, wo wir schauen, was das für Männer sind. Oder ich muss mal gucken. Ich gehe mal in mich. Andererseits, ich denke mal, für jeden ist das so individuell und es ist auch schön, wenn man nicht alles gleich weiß und einfach bestimmte Dinge, die kommen überraschend in dein Leben und dann, ja, das sind ja diese Zaubermomente, ja, diese zauberhaften Momente. Und das ist das, was ich, ja, was man, von was man dann auch im Nachhinein zehren kann, ja, wenn man dann so Stunden, Tage, Wochen, Monate oder das ganze Leben immer wieder davon erzählt. So haben Mama und Papa oder so haben Opa und Oma oder so haben wir uns kennengelernt. Und das war magisch, ja. Und wenn man das am alles schon hier kaputt redet, ah, weiß jetzt auch nicht. Also gut, für mich war es das für heute. Ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, aber ich werde keine weiteren Karten dazu ziehen. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Singles oder auch ja, Partner mit einer Partnerschaft, dass da ganz viele jetzt in Resonanz gehen und die das, dass euch das gefallen hat, dass das stimmig ist für euch. Ich freue mich über ein Like. Wenn euch das gefallen hat, dann unterstützt ihr meinen Kanal. Wir werden jetzt auch stetig mehr. Das freut mich sehr. Ich bedanke mich für jeden, der einen Kommentar hinterlässt. Ich freue mich, wenn du noch nicht kostenlos abonniert hast. Wenn du mich kostenlos abonnierst, die Glocke läutest, dann wirst du immer erfahren, wenn ich was Neues rausgebracht habe. Und ich freue mich, wenn ich euch weiter begleiten darf und ihr mich ein Stück begleitet.
In diesem Sinne, eine gute Zeit for Health for Energy, eure Daniela.